Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in Trainsim World. Wir sind mit der 101 unterwegs in der Rheingold-Lackierung in Blau. Und wir fahren hier von Frankfurt nach Lübeck als Intercity 2220, glaube ich. Wird nicht eine allzu lange Fahrt, aber gemütlich. Mal schauen, was uns erwarten wird. Wir werden die Türen erstmal aufmachen. Und machen wir hier unseren Zug hier bereit. Erstmal Richtungswender. So, Beleuchtung. Kommst du? Keine Beleuchtung. Alles klar. Da hätte ich hier gern mal Spitzensignale. Haben wir hier sonst noch was vergessen? PCP U. Irgendwas hier? Nö. So, Sicherung. Sie verbleibt aus. PCB machen wir an. LCB machen wir an. Ich habe hier nichts vergessen. Okay. AFB machen wir auch an. AFB. So. Auf die 60. Haben wir hier sonst was? Ich glaube nicht. Wo bist du immer noch aus? Warum habe ich da keine Lichter? Leuchten abblenden, Fernlicht abblenden, Fernlicht. Ich habe doch nur Lichter. Ne, das brauchen wir nicht. Jetzt habe ich Lichter. Okay. Und Türen verriegeln. Kannst du haben. Schließvorgang eingeleitet. Dankeschön. Cool, Lübeck Gleis 9. Mal abbüßen. Wunderbar. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ja, ja, alles gut. War ich jetzt nicht quitt. Wow. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So, komm. Löst dich mal wieder. Ja, sehr geil. Komm, brems. Regenerier dich. Ich und die PCB. Wir werden niemals Freunde. Na, was ist das jetzt wieder? Sehr gut. Ach, Mann. Zugbeeinflussung. Also, dann die Maschine bestätigen. Sieht man einfach jedes Mal. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ja, schöner ICE. Und falls das noch nicht aufgefallen ist, ich habe den Tacho etwas modifiziert. Der hat jetzt Katzenohren. Beziehungsweise, modifiziert habe ich es nicht selber. Ich habe es im Workshop gefunden. Diesen kleinen Mod. Ich fand, das passt eigentlich ganz gut. Jetzt schon länger nicht mehr gefahren, die Strecke da. Oh, wir haben ja noch ein Anhängsel da hinten. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Okay. Doppelpower. Zugbeeinflussung. So, PCB ist nach wie vor glücklich. Mit
eigentlich den hier machen. Dem es jetzt hier eh nach unten geht. So. Ah, das ist für mich jetzt eine echte Belohnung, nach unten ein bisschen Zug zu fahren. Ich war jetzt den ganzen Vormittag damit beschäftigt, die Wohnung zu entrümpeln. Für den bevorstehenden Umzug. Und nachdem ich da im zweiten Stock wohne, keinen Lift habe und ich auch noch so ein Dachabteil habe, bin ich jetzt zigtausendmal die Treppe rauf und runter gegangen. Es war genug Sport für einen Tag. So, 60. Aber solche Trümpeln soll man echt mal öfter machen. Was man da alles teilweise für Sachen findet, wo man gar nicht wusste, dass man die hat. So viel Müll, den man einfach nicht mehr braucht. Ich habe sogar Teile von einem ehemaligen Cosplay gefunden. So, wann darf ich denn hier mal Gas geben? Ah, da. Lehuda zum nächsten Signal. Schaut auch gut aus. Cool. Ah, ich würde so gerne meine echte Rheingold-Garnitur hier fahren. Das wäre vielleicht mal so ein kleiner DLC, den würde ich viel gut befinden. So, 100. Los geht's. Oh, mehr Schmackes. Ups, das ist vielleicht ein bisschen zu viel Schmackes. Oh ja, Screenshot-Time. Ah, es ist schon kommen. PCB wird mich noch ein zweites Mal ausbremsen. Gerade wenn ich diese Außenaufnahmen da mache. Weiß eigentlich jemand, ob Chains in World auf ein Steam Deck geht? Vermutlich nicht, wenn es auf dem PC auch schon so schlecht läuft. Wenn es läuft, dann vermutlich mit niedrigsten Grafikeinstellungen. Oh, da ist aber einiges los auf dem Bahnsteig. Oh, geil, 120. Gib Stoff! Kollege, dich habe ich mir noch die Rage-Lackierung geholt. Das war eigentlich auch mal was Witziges. So mit der Taurus Rage-Lackierung im Güterzug fahren. Sieht so aus, als wären die da gerade alle auf einen Punkt gespawnt. Sind jetzt am Rumlaufen. Servus, Kollege. Ist auch spaßig zum Fahren. Ist ja tatsächlich mal was los hier im Fahrplan. Moin. Hier fahren sie wenigstens anständig, nicht so wie auf manchen amerikanischen Strecken. Muss sie dann ohne Pantograph fahren. Kann ich mir eigentlich... Nein, das geht nicht. Schade. Dann hätten wir jetzt mal unsere Höchstgeschwindigkeit erreicht. Fürs Erste.
Schauen wir mal nochmal auf 160 kommen. Ich freue mich ja schon auf die, was war denn das, die 420er für München, wenn die mal rauskommt. Ich kann mal ein bisschen rumgurken, aber es ist einfach, oh oh. Das ist nicht so geil. Was ist da los? Ich bin in der City. Lass mich durchfahren. Das finde ich jetzt aber sehr uncool. Warum tust du mich anhalten? Es war jetzt hartes Bremsen. Da vorne ist das Signal. Sauerei! Warum ist denn jetzt die Türfreigabe gekommen? Ich hab da gar nichts gedrückt. Ach ja, und jetzt wieder. Ach nö, schleich mir da. Ist eine S-Bahn vor uns. So ein Beschiss. Ob man jemals mal so eine lange Strecke sehen werden in Transim World? So 200 Kilometer, 300? Oh wow. Also mit der Performance hat er es jetzt gerade. Standbild. Ja, geht wieder. Ich spiele einfach TS Classic so viel lieber als wie Transim World. Auch wenn das hier schöner aussieht, aber TS Classic funktioniert wenigstens. Ne, doch wieder fahren. Irgendwas ist da vor uns. Oder ist der da rein? Na, das kann nicht sein. Da war auch grün. Zugbeeinflussung. Oh, nicht zu schnell werden hier. Ich freue mich. So. Schmackes. Los hier. Alter, was ist denn los mit dem Simulator? Was ich schade finde, ist, dass wenn du nach Fahrplan fährst, dann kannst du ja bei der Lok hier auswählen, was die für eine Markierung haben soll. Aber da kannst du es irgendwie nicht bei den Wagen auswählen. Zumindest habe ich die Option noch nicht gefunden, dass das irgendwo geht. Da würde ich mal so einen richtig bunten Zug zusammenstellen. Ja, gehen wir mal wieder raus hier. Ja, wir nehmen mal diese Freikamera. Und stellen uns mal hier so hin. Ja, schöner. Was, schon wieder rot? Und da wird es mal angekündigt. Ach man! Sollte man irgendwie nur so 120 oder so fahren? Wo ist das Signal?
Jetzt ist es wieder grün. Ey, das... Die wollen mir doch nur ärgern. Mann. Jetzt machen schon die echten Fahrdienstleiter in Simrail. Jetzt macht es auch die KI. So. Dann stellen wir halt, keine Ahnung. Machen wir mal 120. Und wo ist denn diese eine Kartenansicht? Was sind. Das sind wir. Seht's. Ja, da fährt ein Zug vor uns. Das haben die extra gemacht. Ja, toll. Und dann I60. Wird das dann die Stelle sein, wo wir ihn überholen? Und weg ist die 60. Alles klar. Langsam 100. Ah, 130 kommt da. Ja, dann stelle ich gerade mal auf 130. Sollte uns mal ein bisschen Luft verschaffen. Das ist eigentlich gar nicht so weit aus, wo der gewesen ist, in dem Bahnhof. Signal ist immer noch grün. Sehr gut. So, im Anschluss von dem Video werde ich mal wieder ein bisschen Atomic Heart spielen. Ich habe jetzt das einige Tage nicht mehr gespielt. Aber es macht so mega Spaß. Ich glaube, ich werde für mich auch noch ein bisschen Bioshock nochmal wiederholen. Aber das letzte Bioshock, wo du in der Wolkenstadt drin bist, das fand ich vom Setting her mega geil. Tommy Card fängt ja fast mit einem ähnlichen Setting an. 130. Fahr ich schon, mein Kollege. Das ist er vermutlich gewesen, der uns da ausgebremst hat. Ja. Ciao, Kollege. Oh, nice. 140 und 160. Maximum Schmackes. Geht schon. Soll hier einer pünktlich ankommen? Was sagt ihr eigentlich vom Max? Ah, 200. Okay. Ich denke, für euch so ein Lieblingsfahrzeug in Train Sim World, mit dem ihr am liebsten rumfährt? Wenn ja, schreibt mir das doch mal in die Kommentare rein. Also bei mir ist nach wie vor Class 47 und Class 40. Das sind meine zwei Liebsten. Und der HSD natürlich. Aber müsst ihr jetzt ein Ranking machen, dann würde ich sagen... HSD, dann kommt die Class 47 und dann 40. Der Reihenfolge. Und ich freue mich schon so auf den England-Trip. Über den echten HST gefahren. Da bin ich schon ganz siebelig drauf.
Wow, aber die 160, die dürfen wir echt nicht lange fahren. Da kommt 90. Wir bremsen da schon mal. Hoffentlich geht es aus. Wow, ein Kilometer davor. Sportlich. Oh, wir müssen sogar drunter. Das könnte zu spät sein, oder? Cool. Ohne Zwangsbremsung. Geil. Zugbeeinflussung. Und wieder frei. Zugbeeinflussung. Komm, die 90 will ich fahren. Die 5 km/h schenke ich dir garantiert nicht. Wie jetzt? Und jetzt wieder 110. Oh, so ein Beschiss. Ja, 110. Moin sehen. Boah, das ist aber ein gefährlicher Bahnsteig hier. Vor allem so wie die laufen. Oi, oi, oi. Ah, ich mag das so wieder. Sagt gleich der Panto, mitgeht mit der Oberleitung. Sieht immer wieder cool aus. Was auch bei Tunneleinfahrten, wenn er so nach unten drückt wird. So, 140. Sehr kurzer Spaß mit die 160. Wie ist eigentlich das mit LCB? Ist das eigentlich da so langsam mal so ein aussterbendes Ding? Und wird das jetzt mit ECTS? Oder haben wir LCB teilweise sogar noch aus? Jetzt aber schaut, dass bei ECTS der Zug nicht von uns automatisch abbremst wird. Es wird dann noch Spaß, wenn das dann in Simray kommt. Ich glaube, wir sind halbwegs gut in der Zeit. 57 ankommen, noch 27 Kilometer. Oh, bei der Gerade, da könnte man doch richtig schön durchpfeifen hier. Und der nächste Kollege. So ein bisschen U-Bahn fahren wäre eigentlich auch noch interessant. Oder wenn sie mal die Frankfurter U-Bahn reinbringen würden in Transim World. Die ist ja recht abwechslungsreich. Dass du einerseits ja die Wege unten sowie auch oben, aber da müsstest du jetzt recht viel modellieren. Aber wird schon Spaß machen. Also im DS-Classic macht Spaß, da mit der U-Bahn Frankfurt rumzufahren. Stimmt, das könnte ich eigentlich mal als nächstes Video machen. Dann fahren wir da mal in Frankfurt ein bisschen rum. Mal was anderes, als wie in den normalen Zügen immer drin zu sitzen. Signal ist grün. Dann kann ich mal ein bisschen rumgucken.
Ich glaube, in. Gibt es eigentlich in Trainsimport eine Statistik, wie viel man schon gefahren ist? Hinter den Anzeiger bei Simple noch ganz witzig, wo er beim Laden ab und zu mal anzeigt, wie weit du schon gefahren bist. Aber was die, teilweise die Leute schon gefahren sind mit über 10.000 Kilometer auf einer Strecke, die nur 500 Kilometer lang ist. Also noch. Nächste Erweiterung kommt ja dann hoffentlich bald. Sind ja schon wieder am Bauen. Ich warte noch auf den Tag, dass mir so ein richtig großer Bahnhof als Stellwerk kommt. Katowice beispielsweise. Also groß relativ. Oder irgendwas in Warschau, Warschau Zentrale oder so. Ich meine, Zawirsi haben halt mal so einen halbwegs anständigen Bahnhof. Aber da geht noch mehr. Aber Katowice wäre schon cool. Da wir die ganzen Leute starten und halt enden. Hast ein bisschen was zu tun. Schaut wirklich so aus, als wenn die alle auf einem Platz gerade gespawnt werden und von dem gerade weggehen. Nicht so schön. Naja, wenigstens sind sie ja nicht im Bahnsteig wie in so manchen anderen Simulatoren. Oh, Details. Könnte vielleicht doch knapp werden. Na, ist ein Kollege in der Zeit. Kann ich mir eigentlich diesen doofen Haltemarke ausblenden? Einstellungen. Zugänglichkeit ist da drin. Untertitel, Standbewegung. Fangen Gewittereffekt? Nö. Hat ein Gameplay? Zielmarkierung. Aus. Okay. Setzt dann weg. Möchten Sie den noch speichern? Ja, bitte. Ah, jetzt ist es weg. Gott sei Dank. Sieht doch gleich viel schöner aus. Wäre irgendwie schön, wenn man da im Editor Störungen reinbringen könnte. Dass du mit dem da irgendwie umgehen kannst. Oder entsprechende Umleiter machen musst. Bei so Stationen, dass man sagt, irgendwie das Gleis ist gesperrt. Und wenn der Spieler dann langfahrt, dann muss er da irgendwie andersrum fahren oder sowas. Aber schauen wir erstmal aufs Quartal 3. Da kommt dann vermutlich Trainsimult 4 mit irgendwelchen schwachsinnigen neuen Features, für das unbedingt ein neues Spiel braucht. Ich glaube, die nächste Ausrede ist Unreal Engine Upgrade oder so, wenn sie es jemals denn machen. Aber da kann man natürlich das bestehende Spiel nicht upgraden. Einmal neu kaufen. Schon irre, ich glaube. Mit Trainsim Classic sind es 17 Trainsim-Varianten oder Versionen. Schon krass. Wobei, man muss dazu sagen, bei TS Classic war Versionsupdate zum größten Teil kostenlos. Du hast dann halt für die Strecken dann zahlt. Wenn man denkt, da hat es nach wie vor Strecken, die haben sie initial rausgebracht, waren verbuggt und sind bis heute verbuggt. Gibt allerhöchstens Community-Patches, ist dann verbessert, aber es ist schon heftig.
Das wäre so die einzige Firma, wo ich ein Sponsorship, wenn sie es denn jemals eins anfragen würden, ablehnen würde. Ich weiß nicht. Ich finde das nicht gut, was Dubjack Games macht. Moin, Kollege. Und Leute, geht's doch mal hinter der Linie. Das ist gefährlich. Zwölf Kilometer noch. Dann haben wir es geschafft. Hoffentlich ohne Zwangsbremsung. Und dieses war sie ganz am Anfang. Aber auch eine ist schon zu viel. Ich Chaos, Löwe. Siefertaste. Lol. Okay. Jetzt gibt es eigentlich nichts Spannendes. Maschinenraum können wir ja leider nicht reingehen. Finde ich auch immer so eine Unart bei so vielen Zugmodellen, dass man in den Maschinenraum nicht reingehen kann. Ich meine, es gibt ein paar wenige, da geht es, aber ich finde das immer schon ein Highlight, wenn man da reingehen kann. Und vielleicht ein, zwei Knöpfchen drücken kann. Ich glaube, die Lokomotiven, wo man in den Maschinenraum reingehen kann, glaube ich, gerade so mit zwei Händen abzählen. Grüne Welle. Boah, die Performance. Es ist auch immer so schubweise. Gerade wenn ich mir den FPS-Counter so anschaue, ist die meiste Zeit bei 59, 60 FPS und dann einfach so sprunghaft 30, 25 und dann wieder 60. Nur für so einen Moment. Ich wollte. Ja, danke schön. Das wäre vielleicht auch noch mein Screenshot. Nice. Wobei, komm, das kriegen wir noch ein bisschen schöner hin. Oh, Kabel. Irgendwie so. Letzte Zwangsbremsung. Schon langsamer da vorne. Einmal 90. Ich würde so lachen, wenn es dann wieder nur für so 100 Meter sind. Ich glaube, ich habe gerade einen kleinen Bug gefunden. Schaut's mal in den Wagen. Erste zwei Fenster. So sind Leute da. Sind sie weg. Sind wieder da. Sind wieder weg. Ah, weg. Oh, Mann. Ist aber auf der anderen Seite zu? Ach, das sieht man so schlecht. Ah, wenn da jetzt die Bäume nicht wären. Ist aber auch auf der anderen Seite so, ich sehe es gerade. Quality Control at its best. Oh, 90. Machen wir jetzt schon mal. Oh, runter mit dir. Aber bei, du wirst ja dann eh wieder warnen. Machen wir auf gerade 85. Ja, hab's doch gewusst. So, Signal, komm her. Kann ich mich gerade wieder befreien.
Oh, und 60. Okay. Ja, dann gehen wir halt bei runter auf 60. Was der Fahrdienstleiter möchte, ist Gesetz. Da könnte man vielleicht auch noch mal ein schönes Foto machen. Ein bisschen im Nebel drin. Ah, blöde Schilder. Ich mach's mal immer ein Foto kaputt. So. Doppelt hält besser. Zugbeeinflussung. Könnten eigentlich ohne hart fahren. Haben sie eh nicht mehr weit. Oh, Paralleleinfahrt. Das wär's. Naja, machen wir wieder an. Na, wo ist... Ach, da vorne. Okay, alles klar. Wohin schickt er uns? Bin ich mal gespannt. Zugbeeinflussung. Frei sind wir wieder. Also eine Quickcam so da rechts draußen, das wäre doch ganz praktisch. Gerade um so Sachen wie das hier anzugucken. Muss man ja mit der Kamera machen. Naja. Ich glaube, wir werden genau on time am Bahnsteig sein. Schweizer Präzision. Aber mit mein Chaos gemischt. Les Signale. Gelb. Zugbeeinflussung. Yes, I know. Da wären wir ja da in Lübeck. Ausstieg in Fahrtrichtung links, rate ich jetzt einfach mal. Ach, da, da steht ein einsamer Rangierlok da hinten. Ich korrigiere mich. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Armes Stellwerk. So, bremst runter, mein Mädchen. Zugbeeinflussung. 500 Hertz. Sagt hallo. Türfreigabe. Türfreigabe. Was hast du mit deiner Türfreigabe? Ich hab doch gar nichts gedrückt. So, ich glaube, hier ist gut genug. Einmal anhalten. Dankeschön.
Und rechts einmal aufmachen. Ja, wunderbar. Du bist mit der zweiten Lackierung unterwegs. Das ist der erste, der eine andere Lackierung hier nutzt. Selten. Na gut, liebe Leute. Das... Bei euch ist alles okay, oder? Da so mit Aufsteigen und so. Wie viele Leute sind denn da drin? Habt doch die sitzen. Wo kommen die her? Okay. Schade, hätte ich mir jetzt gerne noch ein bisschen geben. Na gut, ich hoffe, die Fahrt hat euch gefallen. Wenn ja, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Und wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, dann werdet vielleicht Mitglied. Da seht ihr die ganzen Folgen weit im Vorhinein, bevor es auf YouTube rauskommt. Aber keine Pflicht. Bis dann. Ciao. Bleibt gesund. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.